Nach dem Brasilien-Grand Prix geht es ab nach Abu Dhabi zum letzten Grand Prix des Jahres und damit hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix-Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Abu Dhabi Grand Prix. Die Streckendetails. Am 1. Dezember beginnt die 11. Ausgabe des Abu Dhabi Grand Prix auf Yas Island. Seit 2009 ist die Formel 1 in Abu Dhabi zu Gast. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 21 Kurven, 12 Linkskurven und 9 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es nur 300 Meter. Auf der gesamten Rennstrecke fährt man dreimal im achten Gang. Insgesamt 68 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 3740 im Rennen, also deutlich mehr als beim vergangenen Grand Prix in Brasilien vor zwei Wochen. Die Boxengasse hat eine Länge von 360 Meter und dort wird höchstens 80 km/h gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety-Car-Phase liegt bei 40%, der Vollgasanteil liegt bei 69%. In den bisher 10 Ausgaben des Abu Dhabi Grand Prix auf Yas Island gewann 5-mal der Polesetter, was einer Quote von 50% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als mittel angegeben und der Reifenverschleiß als niedrig. Gefahren wird 55 Runden lang gegen den Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrenndistanz von 305,355 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 5554 Meter. Die zwei DRS-Zonen sind zwischen den Kurven 7 und 8 und zwischen den Kurven 10 und 11. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Ultrasoft-Supersoft-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Sebastian Vettel mit 338,7 km/h. Die schnellste Rennrunde ging auch an Sebastian Vettel mit einer 1:40.867 gefahren in Runde 54. Die Führungsabschnitte könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. Schnellster Boxenstopp war der von Max Verstappen, seine Zeit war eine 21,057 in Runde 17, seine Standzeit war eine 2,08, was auch gleichzeitig die schnellste Standzeit des Grand Prix war. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 183,814 km/h. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1:40.279, gefahren von Sebastian Vettel aus dem Jahre 2009 mit seinem Red Bull RB5. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Lewis Hamilton 2018 mit einer 1:34.794 in seinem Mercedes W09. In Abu Dhabi werden die Mischungen C3 der harte Reifen, C4 der Medium und C5 der softe Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Hypersoft, Ultrasoft und Supersoft gefahren. Weiter geht es mit Mike von Massive Motorsport Sim Racing. Wichtig ist zum Setup. Aufgrund von vielen langsamen und mittelschnellen Kurven benötigt der Bolide zwei Sachen. Maximalen Abtrieb und eine gute Traktion. Außerdem erlaubt der sehr ebene Belag eine harte Fahrzeugabstimmung mit geringer Bodenfreiheit. Eine Runde in Abu Dhabi. Kurven 2 bis 5. Der Fahrer kann in dem Abschnitt Vollgas durchhämmern, wenn überhaupt nur minimales Lupfen mit dem Gaspedal. Kurven 5 bis 7. Der langsamste Abschnitt auf dem gesamten Kurs. Kurven 7 bis 11. Die längste Gerade im F1-Kalender mit 1,2 Kilometer Länge und DRS-Benutzung, wo der Bremspunkt sehr wichtig ist. Eine Schikane und eine weitere lange Gerade mit identischer Länge ebenfalls mit DRS-Benutzung. Kurven 11 bis 13. Eine Links-Rechts-Links-Passage, wo auf die Track Limits zu achten sind. Kurven 14 bis 19. Bis zur Kurve 17 Vollgas, hart anbremsen, auf die nachfolgenden Curbs in den nächsten Kurven innen und außen achten. Zum Schluss folgen noch zwei Rechtskurven, wobei man bei der ersten Rechtskurve auf die Track Limits achten muss. Das war eine Runde in Abu Dhabi. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings-, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse in Abu Dhabi. 2010. Beim ersten WM-Finale der F1-Geschichte, wo gleich vier Piloten Weltmeister werden können, wird Sebastian Vettel, der in der Saison kein einziges Mal die Tabellenführung erringen konnte, am Ende zum ersten Mal F1-Weltmeister mit 23 Jahren, weil Ferrari sich zu sehr auf seinen Teamkollegen Mark Webber konzentrierte. Dabei spielt aber auch Renault-Pilot Vitaly Petrov eine entscheidende Rolle, weil er Fernando Alonso hinter sich hält. 2012. Kimi Räikkönen gewinnt das Rennen, während er genervt Informationen von seinem Renningenieur enthält. Dort kam auch zum ersten Mal der legendäre Spruch "Leave me alone, I know what to do" über Funk. 2014. Es kommt zum Duell der Silberfalle zwischen Rosberg und Hamilton. In der 22. Rennrunde funkte Rosberg an die Box, dass sein ERS ein Problem hat und fuhr langsamere Zeiten, sodass er am Ende nur 14. wurde und Hamilton nach 2008 zum zweiten Mal F1-Weltmeister wurde. Das war im Übrigen auch das Rennen, wo es die doppelte Anzahl an Punkten gab. 2016. Nach zwei Jahren kam es wieder zum Duell der Silberfalle, doch dieses Mal ist es fast genau andersherum. Rosberg wird zum ersten und einzigen Mal F1-Weltmeister, ein paar Tage nach dem Triumph gibt er seinen Rücktritt bekannt. 2018. In der ersten Runde kommt es vor Kurve 9 zu einem Manöver zwischen Grosjean und Hülkenberg, wobei der Renault-Pilot sich anderthalb Mal überschlug. Die bisherigen Sieger des Abu Dhabi Grand Prix. Hier ist eine Auflistung aller Siege in Abu Dhabi seit 2009.
Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, like das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18 Uhr wieder auf Twitch, wenn ich wieder livestreame und gegen die Community fahre. Bis dahin, ciao.